Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video Abstand eines Punktes von einer Geraden. Die letzten beiden Male ging es ja um den Abstand eines Punktes von einer Ebene, zunächst auf eine herkömmliche Methode, dann mit der hessischen Normalenform und heute schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert, wenn wir das wissen wollen zwischen einem Punkt und einer Geraden. Haben wir hier schon mal als Skizze dargestellt? Ja, was ist hier gegeben? Wir haben die Gerade gegeben und ihr wisst ja, wenn wir eine Skizze machen, dann zeichnen wir bei der Geraden auch den Schiffsvektor als Punkt ein und den Richtungsvektor als Pfeil direkt an den Punkt rangehängt. Und den Punkt R haben wir auch schon mal eingezeichnet und wir suchen jetzt den Abstand von Punkt R zu Geraden G. Ja, was ist denn das jetzt? Ist das hier der Abstand oder ist das hier der Abstand oder ist das hier der Abstand oder das hier der Abstand? Ihr könnt euch vielleicht erinnern, diese Frage haben wir uns in Bezug bei Punkt und Ebene auch schon mal gestellt. Und zwar ist es hier ganz ähnlich. Ja, ist natürlich genau gleich und logisch. Diese gestrichelte Linie, die Herr Thein hier zeichnet, muss natürlich orthogonal zur Gerade sein. Also genau so. Und warum orthogonal? Weil das dann der kürzeste Abstand ist. Es ist nicht irgendein Abstand gesucht, sondern der kürzeste Abstand. Genau. Und dann ist diese grüne Strecke, das kann man auch einzeichnen, orthogonal auf der Geraden. Und da wäre natürlich, wenn man da noch einen Fußpunkt hinzeichnet, also man könnte ja auch sagen, da könnte man sich einen Punkt überlegen. An der Stelle, wo sozusagen der Abstand zwischen R und der Geraden auf die Gerade trifft. Genau, da können wir mal F machen. Und euch ist natürlich auch klar, der Vektor FR, also Pfeil zwischen F und R, würde dann natürlich auch orthogonal auf dem Richtungsvektor der Geraden sein. Also FR ist orthogonal zu U. Genau. Gut, es gibt ja jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man da jetzt folgen könnte, wie man es macht. Wir wollen euch mal eine zeigen, die rechnerisch sehr schön geht, recht einfach, die ein bisschen schwierig ist, jetzt aber herzuleiten. Es hieß besser und einleuchtender, wenn wir nämlich was dazu nehmen. Was denn, Herr Thein? Naja, das Blaue, was jetzt hier aufgetaucht ist im Vergleich zu hier drüben, ist eine Ebene. Das ist nicht irgendeine Ebene, sondern diese Ebene ist fest entstanden oder muss fest entstehen aus den Bedingungen, die hier drüben schon gegeben sind. Schauen wir uns mal an. Unser Punkt R, von dem wir den Abstand bestimmen wollen zu Geraden G, der liegt schon mal in der Ebene drin. Und wir haben auch nicht irgendeine Ebene genommen, sondern wir haben noch eine Information benutzt, nämlich hier, woher kommt denn unser normalen Vektor von der Ebene? Unser normalen Vektor seht ihr hier. Der Pfeil ist genau auf der Geraden. Das heißt, auch unsere Ebene oder unsere Ebene ist orthogonal zu Geraden. Und damit gilt natürlich auch was für den normalen Vektor und für unseren Richtungsvektor U von der Geraden. Was denn? Die sind gleich bzw. vielfache voneinander. Also der normalen Vektor und hier der Richtungsvektor. Das heißt, wir haben schon aus diesen Informationen hier drüben, wir haben einen Punkt, der in der Ebene liegt und wir haben den normalen Vektor der Ebene. Und wir sehen jetzt auch diese Hilfsebene, die wir gezeichnet haben, diese blaue. Da können wir auch einzeichnen, dass sie senkrecht steht auf der Geraden. Beziehungsweise die Gerade G ist senkrecht auf der Hilfsebene. Also ähnlich wie da. Um diese Hilfsebene ist es sehr schön, jetzt wirklich den Abstand zu berechnen. Erstmal schreiben wir nochmal auf, wie man die Hilfsebene überhaupt bekommt. So, das machen wir natürlich jetzt aber alles nicht irgendwie komplett nur allgemein, sondern wie ihr sehen könnt anhand eines Beispiels, nämlich den Abstand dieses Punktes R von der Geraden G. Zunächst mal, warum jetzt plötzlich eigentlich eine Ebene, wenn es doch um Gerade, um einen Punkt geht? Naja, momentan hier in der Zeichnung könntet ihr ganz schnell den Abstand bestimmen, wenn der Punkt R und der Punkt F gegeben wäre. Abstand zwischen zwei Punkten, Länge von einem Vektor, das kriegen wir hin. Aber der Punkt F ist ja noch nicht gegeben, wir kennen ja nur R. Wie kommen wir denn jetzt auf F mit Hilfe dieser Hilfsebene? Das sieht man hier auch sehr schön im Beispiel, wenn man die Hilfsebene hat, ja, dann braucht man im Endeffekt nur die Hilfsebene mit der Geraden G schneiden und erhält dann als Schnittpunkt den Punkt F. Genau, und da sozusagen zwischen den beiden, da ist F drin und sobald wir F haben, haben wir den Abstand. Das heißt also, drei Schritte zu machen. Wir müssen die Hilfsebene aufstellen, wir müssen den Schnittpunkt zwischen der Hilfsebene und der Geraden bestimmen und als drittes, wir bestimmen den Abstand zwischen diesem Schnittpunkt F und R. So, jetzt genug geredet, jetzt auch mal Butterweiden fischen, nun mal auch den ersten Schritt machen, die Hilfsebene erstmal aufstellen. Das macht ihr am besten mal, wir schauen es uns zusammen an. In 3, 2, 1.
So, wir haben damit die Koordinatengleichung 3x1 plus 2x2 plus 2x3, sehe ich gerade, müsste das eigentlich heißen. So, das ist ganz einfach, die habe ich aus dem normalen Vektor 3, 2, 2 und der entspricht dem Richtungsvektor, das haben wir jetzt schon mehrfach erläutert. Nur wo kommt die minus 16 her da hinten? Ah, das ist gar nicht so schwer, man hat einfach den Punkt R eingesetzt in die Koordinatengleichung. R ist ja minus 2, minus 6, 1. Und das heißt, man rechnet 3 mal minus 2 gibt minus 6. Minus 6 mal 2 ist minus 12. Den minus 6 von vorher ist minus 18. Und dann noch 2 mal 1 ist 2, also minus 18 plus 2 ist minus 16. Gut, Schritt Nummer 2, von dem wir es gerade hatten. Wir schneiden diese Ebene mit der Gerade und bekommen einen Schnittpunkt. Und das könnt ihr jetzt auch selber machen. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, den zweiten Schritt haben wir gemacht. Die Hilfsebene haben wir geschnitten mit G und haben F gekriegt. So könnt ihr es auch kurz und bündig schnell hinschreiben. Macht das auch. So, wir haben es ausgerechnet. T haben wir rausgekriegt, ist minus 3. Und dann haben wir T in die Gerade eingesetzt, um damit den Punkt F zu kriegen. Seht es hier recht schön übersichtlich in der Schreibweise. Benutzt die auch. Dann kriegen wir den Punkt raus. F ist minus 4, 3, minus 5. Gut, und jetzt als dritten Schritt müssen wir was nur noch machen? Nur noch den Abstand berechnen zwischen F und R, also sozusagen den Betrag des Vektors FR. Das kriegt ihr auch hin. Wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. So, wir haben den Betrag des Vektors FR gebildet. Das seht ihr hier, denkt wirklich an die Betragsstriche immer. Ja, ist hier gemacht, den Vektor FR erstmal bestimmt. Das ist der Vektor 2 minus 9, 6, davon den Betrag. Das wisst ihr, muss man die Wurzel nehmen und die einzelnen Einträge quadrieren. Die Summe davon, wie gesagt, das Ganze unter der Wurzel. Und, geil, kommt ein super Ergebnis raus. 11. Perfekt. Wunderbar. Gut, also dieses Verfahren werden wir uns jetzt allgemein aufschreiben und dann nochmal in der Anwendungsaufgabe schauen, was bringt uns das eigentlich. So, hier kommt der allgemeine Satz, wie man einen Abstand Punkt R zu geraden G ausrechnet mit der Methode mit der Hilfsebene, wie es gerade gelernt hat. Erstens, man bestimmt eine Gleichung der Ebene EH, also der Hilfsebene, mit folgenden beiden Bedingungen. Sie muss zu gerade G orthogonal sein. Das erreichen wir darüber, dass der normalen Vektor der Hilfsebene dem Richtungsvektor der Geraden entspricht. Und zweitens, der Punkt R muss drin liegen. Richtig, als zweitens, man bestimmt den Schnittpunkt F der Ebene der Hilfsebene mit der geraden G. Das kann man so immer schreiben. E, Hilfsebene, EH, geschnitten mit G, ist der Punkt F. Gut, und drittens, dann berechnet man einfach noch den Betrag des Vektors FR. Und das entspricht dann dem Abstand zwischen dem Punkt R und der Geraden. Das ist das gleiche wie der Abstand zwischen R und dem Punkt F. Und das ist dann eben der Betrag von FR. So, Aufgabe. Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks ABC mit A, B und C. Macht ihr euch als allererstes mal eine Skizze und sucht schon mal raus, wenn ihr es nicht auswendig wisst, wie man den Flächeninhalt eines Dreiecks berechnet. Dann sehen wir uns für einen kleinen Zwischenschritt wieder. Und überlegt dann auch schon, was die Grundseite und was die Höhe ist, die man ja dafür braucht. Genau, wir sehen uns in 3, 2, 1. Also zunächst mal haben wir hier eine Skizze gemacht. Benennung entgegen des Uhrzeigersinns, das hat sich einfach so eingebürgert. Wir haben schon mal mit reingezeichnet die Höhe h, hier von c auf diese Grundseite und die Grundseite g. Denn das sind die beiden Größen, die auch in jeder Formel, die ihr findet, zur Berechnung eines Dreiecks vorkommen. Ein halb Grundseite mal Höhe. Was die Grundseite ist, haben wir auch schon hingeschrieben. Nämlich, das ist der Betrag von einem Vektor ab. So, in der Skizze kann man uns noch ergänzen, dass die Höhe orthogonal ist. Genau. Damit ihr das auch nicht vergesst. So, und jetzt geht es darum, gut, Vektor AB und den Betrag davon, das ist leicht zu berechnen, darum geht es auch gar nicht. Die Höhe, wie kriegen wir denn die Höhe raus? Der Abstand von C zur Grundseite G ist ja nichts anderes als der Abstand von C zu der Geraden durch A und B. Ah, das heißt, wir müssen jetzt als erstes mal diese Gerade überhaupt aufstellen, genau. Oder? Stellt ihr mal die Gerade auf, die durch A und B geht und damit sehen wir uns wieder in 3, 2, 1. So, wir haben die Gerade K aufgestellt. Diese Gerade haben wir K benutzt, weil G ist ja für die Grundseite schon reserviert. Und X ist dann 2, 1, 0. Das heißt, der Punkt A als Schrittsvektor plus T mal minus 1, 0, 0. AB als Richtungsvektor.
Gut, jetzt ist die Gerade bestimmt. Im Prinzip haben wir jetzt eine Gerade und einen Punkt C, von dem wir einen Abstand haben wollen. Und genau darum ging es in dem Video. Das heißt, jetzt könnt ihr das Verfahren, das wir euch eben gezeigt haben, 1:1 anwenden und die Höhe H bestimmen. Wenn ihr das habt, sehen wir uns wieder in 3, 2, 1. So, hier seht ihr die drei Schritte, die wir euch gezeigt haben. Schritt Nummer 1, wir stellen die Hilfsebene auf. Das ist in dem Fall hier relativ einfach. Warum? Naja, weil der Richtungsvektor unserer Geraden war ja einfach minus 1, 0, 0. Das ist jetzt auch der normale Vektor der Hilfsebene. Also haben wir einfach minus x1 ist gleich d. Und wie kriegen wir dieses d dann? Naja, wir nehmen unseren Punkt c und setzen den hier ein. Und wenn ich die x1-Koordinate von c einsetze, dann kriege ich minus 5. Genau, das steht hier drüben. Also minus x1 ist minus 5. Also hier. Wichtig für euch, nicht verwirren lassen, wenn mal eine Koordinatengleichung wirklich so einfach ist. Sie ist einfach so einfach, dann ist es so. Dann freut euch. Kommen wir zum zweiten Schritt. Wir schneiden die Hilfsebene mit G und kriegen unseren Punkt F. Da ist oben der Skizze noch gar nicht eingezeichnet. Dann ergänzen wir ihn. Der ist nämlich genau da. Genau, das haben wir gemacht wie üblich. Haben T dann rausgekriegt, minus 3. Haben das dann in unsere Geradengleichung eingesetzt, um F zu kriegen. Haben dann F 5, 1, 0 rausgekriegt. Und der dritte Schritt ist jetzt die gesuchte Höhe. Das ist gerade der Abstand zwischen C und F, also Betrag vom Vektor FC. Der Vektor ist gerade noch 0, 0, 1, davon der Betrag ist gerade 1. So, jetzt haben wir die Höhe, bestimmt, die hier oben fehlt. AB, den Betrag davon, das könnt ihr schnell noch machen und das Ganze noch multiplizieren. Das würde ich sagen, kriegt ihr jetzt in einem Schritt hin und dann schauen wir uns an, was rauskommt in 3, 2, 1. So, jetzt fehlt uns noch die Grundseite G, beziehungsweise die Länge der Grundseite. Da brauchen wir den Vektor AB und den Betrag davon. Das ist genau der Betrag vom Vektor minus 1, 0, 0. Schön, das ist einfach, da ist der Betrag einfach 1. Das heißt, unser G ist 1 und können wir schreiben, der Flächeninhalt vom Dreieck ist 1/2 mal 1 mal, die Höhe war auch 1, mal 1 gibt 1/2. Gut. Also das seht ihr, diese Sachen, die wir jetzt langsam bearbeiten, sowas wie Abstand, Punkt, Gerade, Punkt, Ebene vom letzten Mal, da kommen wir jetzt wirklich in Bereiche, wo wir damit geometrisch was anfangen können. Das sind jetzt noch einfache Beispiele, aber das sollten wir üben, denn dazu werden dann später größere Anwendungsaufgaben kommen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.